Diese Kapelle, es ist schade heute ohne Decke. Decke existiert nicht mehr, aber diese Kapelle war gebaut an Göttin der Liebe und Freude, Hathor und die Göttin der Musik. Diese Göttin, ihr Symbol war Kuh. Schauen Sie hier, Kuh ist abgebildet, als Figur im Schrein steht, hat zwischen Hörnern Sonnenscheibe, Heiligform, und im Hals hat schöne Form wie Kette mit Rassel, Kultinstrument für Kultmusik. Und Rassel hier hat Gesicht von Hathor schön gemacht. Genau wie an den Säulen und den Pfeilern, man sieht überall die Gesichter der Göttin. Aber hier ist am schönsten von Gesichtern, gut erhalten. Das als Frauengesichter, aber man sieht zu jedem Gesicht die Kuhohren, das ist Zeichen für das heilige Tier. Hathor. Und diese Göttin, ihr Gemahl war Horus, der Falke, der Himmelsgott. Deswegen man sieht überall die Falken hier abgebildet. Schauen Sie an den Pfeiler oben. Falken. Falke war Horus, der Himmelsgott und der Gemahl von Hathor, Göttin der Liebe und Freude. Und hinten gibt es tolle Farben. Hier kann ich Ihnen weiter zeigen. So. Weiter bitte. Hier schön sind die Farben gut erhalten. Hatschepsut, das habe ich zu Ihnen gesagt, sie hatte damals keinen Krieg, oder zu ihrer Lebzeit, es gab keinen Krieg, es gab gute Beziehungen mit anderen nachbaren Ländern, und zu der Lebzeit Hatschepsut wurde eine Handelsexpedition geschickt nach heute Somaliland. Und diese Expedition wurde absichtlich geschickt, um die Weihrauchbäume von dort zu holen. Diese Expedition hat 2 Jahre lang gedauert, hin und zurück, und das war über das Rote Meer. Und die Ägypter hatten viel mitgenommen zum Tausch, wie Schmuck und Waffen, und war wieder zurück nach Ägypten mit Kokospalmen, Henna-Pflanzen, Weihrauchbäumen. Und man sieht hier die ägyptischen Soldaten auf dem Land. Und manche haben hier ihre Waffen, aber nicht zu kämpfen, das ist als Schutz. Oder die übrigen haben Olivenzweige in ihre Hände, das ist als Friedenszeichen. Und oben weiter sieht man die Schiffe, und die sind viele auf dem Schiff, oder weiter oben auch hier, baden, sie rudern auf dem Schiff. Und auch in der Mitte auf dem Schiff sieht man Thronsitz von Hatschepsut. Aber wenn Sie sowas sehen, das bedeutet nicht, Hatschepsut war dabei. Das ist nur Zeichen, das war offiziell vom Königin geschickt. Und diese Expedition ist verewigt in der Geschichte, von Hatschepsut geschickt nach heute Somaliland. Oben sieht man West von